Guten Abend. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Delzig. Dankeschön. Vielen Dank. Willkommen also bei Delzig, Helzig und heute zu Gast bereits eine kleine, große Koalition, nämlich die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Behr. Und von der SPD habe ich den Chef der SPD Schleswig-Holstein, Ralf Stechner. Außerdem zu Gast der Schriftsteller Ilja Trojanow, der gerade ein Einreiseverbot in die USA erhalten hat, weil er wohl irgendeiner falschen Meinung ist. Und zu Gast Sina Trinkwalder, eine interessante junge Frau aus Augsburg, die dort eine Textilfabrik gegründet hat. Trinken werden meine Gäste heute die original Limburger Bischofsbowle. Die Limburger Bischofsbowle, ja, purpurfarben. Arschsteuer und stinkt zum Himmel. Meine Damen und Herren, bis Weihnachten soll es eine neue Bundesregierung geben, sagt die Union. Und ich weiß nicht genau, ist das eine Drohung oder ein Versprechen. Aber zwei Optionen haben wir, Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot. Und ich weiß von beidem nicht so richtig, was ich davon halten soll. Was meinen Sie, eine schwarz-grüne Koalition, gefällt mir oder gefällt mir nicht? Ja, zeichnen Sie mal. Aha, oh. Erhebliche Zustimmung, danke, ich habe es gesehen. Und was halten Sie von Schwarz-Rot? Große Koalition? Aha. Ah ja, weniger Zustimmung, aber doch etwas Zustimmung. Also allen Menschen, die für eine schwarz-rote große Koalition sind, möchte ich doch bei der Gelegenheit mal dieses Schaubildzeichen hier. Eine große Koalition würde bedeuten, von den 631 Sitzen im Bundestag hätte der Regierungsblock insgesamt 504 Sitze und die Opposition nur noch 127 Sitze. Eine Opposition, die diesen Namen nicht mehr verdient, weil sie aufgrund ihrer zahlenmäßigen Kleinheit sozusagen gar keine Möglichkeiten mehr hat, richtige Oppositionspolitik zu machen. Sie kann also zum Beispiel keine Untersuchungsausschüsse mehr einberufen, keine Sondersitzung des Parlaments beantragen oder Gesetze zum Prüfen nach Karlsruhe schicken, Normenkontrollklage. Was kann eine solch lächerliche Opposition noch machen? Anwesend sein. So. Zuschauen, entspannen, nachdenken. Und da frage ich mich schon, ein Parlament ohne richtige Opposition, ist das nicht vielleicht einfach nur ein Scheinparlament? Ja, werden die älteren Zuschauer gerade im Osten Deutschlands sagen. Und das hatten wir schon mal und damals hieß das Volkskammer. Ja? Mein erster Gast wird, dem Bundestag wieder angehören. Es ist eine aufstrebende Karriere. Begrüßen Sie bitte die stellvertretende CSU-Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete von der CSU. Wir begrüßen Dorothee Behr. Frau Behr, erstmal herzlich willkommen. Grüß Gott. Hier die Debatzbowle. Pink, oder? Nein, das ist purpur. Ach so, okay. Purpur. So. So, die Bowle in schusssicherem Glas wie die Fenster des Bischofs. Prost. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen Sehr haben. Gerne. So. Frau Behr. Hervorragend. Gell? Ja. Gell? Ja, sie ist halt schon ein Polithase, sie hat zu lüchen gelernt. Gell? Aber, sie kennen ja meine Geschmacksnerven nicht. Ich habe Ihnen da was Passendes zur Bowle mitgebracht. Ich habe Ihnen heute extra selber einen Zwiebelkuchen gebacken, einen fränkischen. Einen fränkischen Zwiebelkuchen? Selber gebacken. Sehr schön. Und riecht super lecker, oder? Riecht super lecker, ja, genau. Also gleich mit Geschenken kommen. Ne? Und ich habe gedacht, nachdem Sie dem Michel Kloß seinen Boxbeutel verschmäht haben, bringe ich doch mal was selbstgebackenes. Das ist wirklich nett. Und Sie probieren es mal mit der landsmannschaftlichen Karte, aber das hat anderen hier auch schon nicht weitergeholfen. Frau Behr, sehr lecker. Schaut gut aus. Moment. Kamera.
Kamera. Wo aber Versuch war es wert, würde ich sagen. Sie haben es selber, wo haben Sie das? In Berlin oder daheim? Na, in Ebelsbach. In Ebelsbach, in dem Kaff. Das ist doch kein Kaff, das sind 4000 Einwohner, das ist in meinem Wahlkreis eine Metropole. Stimmt, das ist ein Großkaff. Frau Bär, wir haben Wichtiges zu besprechen. Große Koalition, Sie haben ja gemerkt, ich weiß nicht so recht, ich bin nicht so glücklich damit. Ich nehme mal an, Sie werden sagen, nö, regieren ohne Opposition, damit haben wir in Bayern jahrelang gute Erfahrungen gemacht. Was halten Sie davon? Wir sagen immer, Opposition machen wir uns selber. Also ja, von daher wäre das auch okay. Ich habe ja schon mal eine große Koalition mitgemacht. Ja. Hat auch funktioniert. Aber jetzt müssen wir halt mal schauen, für ja, welchen der beiden Partner wir uns entscheiden werden. Und es läuft aber alles auf Schwarz-Rot raus, oder? Schwarz-Rot ist auf jeden Fall eine sehr denkbare Variante, wobei ich auch froh bin, dass die Gespräche mit den Grünen sehr ernsthaft geführt werden, weil ich es auch wichtig finde in der Demokratie, dass ja, man mit allen Partnern reden, aha, können muss und auch regieren können muss. Jetzt heute Morgen große Schlagzeilen, Großspende für die CDU, sagenhaft die Erben, die BMW-Erben, hm, Quandt und Glatten, 690.000 Euro für die CDU gespendet, ein paar Tage nach der Wahl. Ja, sagenhaft, die CSU geht leer aus. Hm. Ich finde das so ungerecht. Ich auch. Gell? Die Quandt-Erben wissen doch auch, dass sie von der CSU auch nichts zu befürchten haben. Ja, ich finde es auch schade, dass irgendwie nur die CDU was bekommen hat. Ja, wie erklären Sie sich das? Ja. Weil Sie wollen doch denen gar nichts antun. Nee, muss man noch mal nachhaken, noch mal nacharbeiten, was da los ist. Dass es noch einen Nachschlag gibt, auch für Sie. Hm, finde ich ja, auch. Ja. Also angemessen wäre schon bei unseren Ergebnissen. Ja. Glauben Sie, die Familie BMW-Quandt-Erben haben das Geld der CDU überwiesen für bereits erbrachte Dienstleistungen? Oder erwarten die, dass die Frau Merkel jetzt noch eine Gegenleistung dafür liefern wird? Nee, ich glaube, die wollen halt einfach auch ihren Teil dazu beitragen, dass Parteien leben können in Deutschland. Ja. Ja. Also. Na, endlich ist mal Stimmung also, in der Bude. Naja, das stimmt nicht ganz. Sie wollen ja nicht, dass Parteien leben, sondern eine Partei leben kann. Ne? Sonst hätten Sie ja der SPD und den Grünen auch was überwiesen. Ja, ne? Vielleicht haben Sie es ja auch und es ist unter der veröffentlichungspflichtigen Grenze geblieben. Ist ja unter 50.000. Hätte es sein können, ne? Ja, eher unwahrscheinlich. Ne? Ich denke mal, also halten Sie es für absurd, wenn man so, in Brüssel geht es gerade um niedrige Abgaswerte ab 2020 für die Autoindustrie und die Merkel macht da ja gerade den Deal, dass sie die Engländer überredet, auch gegen niedrigere Abgaswerte zu sein und dafür ist sie dann auch gegen mehr Bankenregulierung. Das ist ja, man kann sagen, Realpolitik, man kann auch sagen, Drecksaugschäftle. Ne? Halten Sie es für vollkommen deppert von mir, wenn mich da doch der Gedanke beschleicht, dass es zwischen den 690.000 Euro für Frau Merkel, also für die CDU, aber praktisch für Frau Merkel, also für die CDU, und dieser Politik dann eventuell einen Zusammenhang geben tät? Man könnte auch sagen, Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien? Nein, ich meine, Sie können natürlich annehmen, was Sie möchten, aber ich meine, vielleicht ist es einfach so. Wir haben ja sehr viele unterschiedliche Spender auch in unserem Land. Das sind natürlich auch alles keine Summen verglichen mit anderen Ländern, wo noch wesentlich mehr gespendet wird. Aber nachdem wir nun mal eine Finanzierung haben, eine Parteienfinanzierung, die sich auch aus Spenden zusammensetzt, ist das auf jeden Fall legitim. Ich habe hier die Parteispenden von 2012 und 2013. Mhm. 2013 haben Sie nur mal von BMW 140.000 bekommen, aber ich glaube, das ist nicht einmal in Bar, sondern Autos, die Sie fahren dürfen. Ne? Zur Verfügung stellen. Verfügung stellen, genau, das wird dann auch so berechnet. Letztes Jahr haben Sie dann, hat die CSU auch mal noch was bekommen vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie. 320.000 für die CSU und 80.000 für die FDP. Oh, das Geld ist in Sand gesetzt. Ne? Ja. Also, Sie sehen da keinen Zusammenhang. Die machen das aus. Es gibt ja ganz viele Firmen, die spenden einfach jeder im Bundestag vertretenen Partei. Ja. Hm. Ja, aber 690.000 ist schon ist ordentlich. Schon ein Wort. Ne? Also ich find's das auch ist schon ordentlich. Ein Haufen Holz, da muss eine alte Oma lang für stricken. Aber ich finde es so ungerecht, dass Sie nichts bekommen. Ja. Das hätte so gut gepasst. Sie wissen doch auch, dass Sie vertreten werden durch Sie. Und aber dass vielleicht sieht ja jemand heute Abend Ihren Aufruf und fasst sich noch ein Herz und ja, spendet. Genau. Ja, also ich fände es konsequent. Wissen Sie, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und wenn einer das Geld verdient, hätte dann die CSU, weil dann passt es irgendwie, wenn die Quandt, Erben, BMW und alles euch das Geld geben und sagen, jetzt macht. Ne? Das fände ich dann. Ja, aber wir wollen uns die Laune nicht verderben lassen. Ich habe mich ja mit Ihrer Karriere beschäftigt und wirklich großartig. Mit 14 hat sie einen Ortsverband der Jungen Union gegründet in diesem Ebels, wie heißt das? Ebels.
Es heißt Ebelsbach und ich habe ihn auch gar nicht alleine gegründet. Ja, aber Sie waren dabei. Mit 24 zum ersten Mal im Bundestag. Ja. Jetzt noch 34, bald 35, Nein, oder? Ich bin schon 35. Schon 35. Und jetzt als Ministerin im Gespräch, also als Schröder. Ne? ja, ich meine, hat man Sie ins Gespräch gebracht? Oder Sie sich selbst? Ich weiß es nicht, aber Sie sind Das wäre sehr kontraproduktiv. Also das macht ja immer keinen Spaß. Sie wissen ja selber, wie das ist, im Gespräch zu sein. Dann ist der Abschuss nahe. Dann ist der Abschuss nahe, ja. Und wenn die Merkel sagt, der vertraue ich, dann wissen wir jetzt. Dann nehme ich auf. Und ich muss Ihnen sagen, das hat mich schon beeindruckt, weil das ist so zielstrebig. Und mit 14 Junge Union Ortsverband gründen, das ist ja auch, damals war Kohl Kanzler und der Streibel Ministerpräsident. Und Sie, dann da fragt man sich schon, ist das jetzt politisches Interesse oder doch vielleicht eine pubertätsbedingte Hormonstörung? Also, nein. hat man es denn als junge Frau in der CSU, die bemüht sich ja sehr, die CSU jünger und weiblicher zu werden, weil sie da ein Problem hat, Akzeptanzprobleme in den Großstädten, bei den gebildeten Frauen und so. Hat man es als jüngere Frau im Moment bei der CSU eher sogar ein wenig leichter, hochzukommen? Also ich würde mal sagen, dass es mit 14, 15, 16, als ich angefangen habe, schon eine ganz taffe Zeit war. Also vor allem auch in der Jungen Union, ich bin mit 16 in die CSU dann gegangen und da war man natürlich auf weiter Flur oft das einzige Mädel damals. Und das hat schon, es sind schon lange Jahre gewesen, bis dann auch wirklich mal, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich dabei war, 4, 5, 6 Jahre, bis die erste andere Frau quasi dann dazu kam, mit der ich mich dann auch innerhalb der Partei angefreundet habe. Ansonsten speist sich mein Freundeskreis eigentlich aus nur nicht Politikern, würde ich sagen. Nee, aber ich meine, Karriere in der CSU ist doch als Frau. Momentan schaut es so ganz gut aus, weil die ja doch praktisch fast jede dann nehmen. Meinen Sie? Ja, ich frage Sie ja. Weiß ich nicht, ich habe ein Direktmandat und ich meine, da muss man sich in drei Landkreisen durchsetzen. Ja, aber Sie wissen, dass das ohne Horst Seehofer nichts geht. Und wenn der den Daumen senkt, dann sind Sie in Ihrem Kaff wieder aber daheim, ne? Also erstens mal ist ja die Frage, was ist Karriere, was will man machen? Ich vertrete in ganz Westdeutschland den größten Wahlkreis. Ich habe drei Landkreise, die ein Drittel größer sind als das Saarland. Und da ist schon genug zu tun. Und ich bin auch sehr zufrieden als Direktabgeordnete für Bad Kissingen. Also nicht nur für kleine Dörfer. Also Sie fühlen sich nicht in der Gefahr, weil da mache ich mir Sorgen, dass Sie vielleicht nur irgendwie missbraucht werden von den alten Parteisäcken. Man sagt, die wollen nur die Jungeheit und den Körper und gar nicht vielleicht mehr von Ihnen. Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Also in die Verlegenheit, vielleicht ist das beim Fernsehen so, in der CSU ist das nicht so. Frau Bär, ich habe in einigen Interviews gelesen, dass Sie sehr darauf Wert legen, Sie sind eine andere Generation, eine jüngere Generation, sind Sie auch. Und Sie sind sehr pragmatisch, sind sehr gut vernetzt, auch mit Politikern aller Couleur in anderen Parteien. Jetzt mal von dem, Sie twittern, aber von diesem ganzen, was habe ich, 16.000 Follower, 15.000 Tweets, aber von dem ganzen Twitter-Quatsch mal abgesehen. was unterscheidet Sie jetzt wirklich als Generation von den alten Parteisäcken? Ich glaube schon, dass wir eine andere Herangehensweise haben. Also wenn ich mir überlege, wie früher Politik gemacht wurde oder auch zum Beispiel, ich war die Erste, die in der CSU-Landesgruppe, während sie ein Bundestagsmandat hatte, dann auch Kinder bekommen hat. Mhm. Das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man dann vollberufstätig ist. Ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Ja. Und dann auch eine Politik für eine Partei wie die CSU zu machen, das ist natürlich im Vergleich, sage ich mal, zu vorangegangenen Generationen schon anders, auch von der Herangehensweise her. Also ich weiß, was es bedeutet, eben früh, bevor man in den Bundestag geht, dann auch sich noch dreimal umzuziehen, weil man halt, wie gesagt, daheim liebevoll noch mal geküsst wurde. Das sind schon andere Herangehensweisen, als wenn ich das eben nicht habe oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Sagen wir mal, alte Männer in der CSU lassen sich halt in Berlin dann küssen. aber die haben wahrscheinlich wenig Babybrei irgendwo hängen oder so. Ja, mei, in der Not, ne? Ich frage Sie deshalb, weil... Und dann bin ich selber natürlich auch, das ist auch in meiner Generation, denke ich, erstmals gewesen, dass es ganz normal ist, dass man mit zwei vollberufstätigen Eltern auch aufwächst. Ja. Also es war bei mir in der Klasse, war das noch nicht sehr durchgezogen, aber dann hat es schon langsam angefangen. Das ist natürlich ein anderes Umdenken. Noch dazu ist meine Generation auch eine, die... ich war, als die Mauer gefallen ist, 11 Jahre alt. Ja. Ich habe es zwar noch miterlebt, unser Wahlkreis ist auch Zonenrandgebiet.
Also ich kenne das noch, wie es ist, direkt an der Grenze auch zu wohnen. Und dann sind wir seit über 60 Jahren, leben wir in einem Land, in dem Frieden ist. Ja. Und wir leben eben seit über 20 Jahren in einem wiedervereinigten Deutschland. Ja. Das macht auch einen großen Unterschied aus. Aber ich, in dem, was Sie sagen, sehe ich jetzt nicht den Unterschied. Das hätte jetzt auch der Kloß sagen können. Nee, hätte er nicht, weil der war natürlich zu einer ganz anderen Zeit. Die haben natürlich, als sie im Bundestag gekämpft haben, haben die jetzt zum Beispiel auch noch für eine Wiedervereinigung gekämpft. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Sie können sie jetzt haben sagen, die ganzen, das wieder Anhalten. Quatsch oder so. Aber ich sage, allein das ganze Internet, die ganze digitale Revolution, das ist etwas, womit sich natürlich die Altvorderen in Bonn, die haben einmal früh ihre Tageszeitung gelesen, abends haben sie Tagesschau geschaut, die haben überhaupt nicht, ja, so wie wir jetzt Politik im Sekundentakt machen müssen. Aha. Das heißt, sie haben es schwerer. Anders, es ist anders. Und wir jetzt heißt ja Politik immer auch, das haben Sie ja wahrscheinlich schon gelernt im Laufe der Jahre, Kompromisse machen. Mhm. Ja? Und das sehe ich auch ein, dass wir das, und jetzt große Koalitionen werden alle Kompromisse machen und Sie haben auch Kompromisse machen müssen. Wo beginnt denn, oder sagen wir mal so, wo endet jetzt in so einer politischen Arbeit bei Ihnen, wo endet der Kompromiss und wo beginnt der Verrat an der eigenen Überzeugung? Ich glaube, dass es da ganz stark darauf ankommt, aus welchen Gründen man mal in die Politik gegangen ist. Und das ist ja bei jedem ganz anders. Und wenn die Sachen, die einem wahnsinnig wichtig sind, wofür man auch Politik macht, beispielsweise, wenn da gesagt wird, da muss man jetzt mal ein paar Stellschrauben drehen. Ja, das ist mir jetzt so allgemein. Ich kann es auch an einem Beispiel festmachen. Ja, lassen Sie mich mal ein Beispiel machen. Okay. Mir ist aufgefallen, dass Sie gelegentlich sogar gegen die CSU-Linie sagen, zum Beispiel für eine gesetzliche Frauenquote oder bei dem Leistungsschutzrecht haben Sie als einzige CSUlerin dagegen gestimmt, mit der Opposition. Ja. Dann bei der gesetzlichen Frauenquote andererseits dann wieder, als die SPD einen Antrag hatte, gesetzliche Frauenquote im Aufsichtsrat, haben Sie gar nicht an der Abstimmung teilgenommen. Ja. Ist das dann, bleibt man dann lieber Wissen fern? Wissen Sie warum? Nein, warum? An dem Tag war Horst Seehofer in meinem Wahlkreis. Oh. Ja. Aber es wäre doch ein Grund gewesen, auch durchaus in Berlin zu bleiben. Das stimmt. Ja. Und wo ich es auch noch wissen will, wird Sie jetzt nerven, das weiß ich, aber das ist mir jetzt wurscht, beim Betreuungsgeld. Ja, Betreuungsgeld. Das nervt mich gar nicht. Das sollten Sie jetzt Ministerin werden, werden Sie das gegen die SPD verteidigen müssen. Und Sie sagen, Sie wären immer dafür gewesen. Aber es gibt ja Sätze von Ihnen, wo Sie total dagegen waren. Bayerische Staatszeitung 2007, ich halte gar nichts vom Betreuungsgeld. Hat man alles aufgeschrieben. Passt man da die Überzeugungen der eigenen Karriereplanung ein wenig an? Also es ist natürlich immer wahnsinnig verkürzt dargestellt. Ich war immer gegen das Betreuungsgeld, als am Anfang im ersten Modell es darum ging, ob eine Frau weiterhin berufstätig sein kann oder nicht. Und in den ersten Entwürfen hieß es immer, die Berufstätigkeit muss völlig aufgegeben werden. Und da halte ich überhaupt nichts davon, weil ich bin nicht nur familienpolitische Sprecherin, ich bin auch frauenpolitische Sprecherin. Ja. Und mir ist es eben wichtig, dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen, ihre eigene Karriere machen und sich finanziell nie von einem Mann abhängig machen, weil später sind sie sonst die Gelackmeier. Sie sind finanziell unabhängig, ne? Ich bin finanziell unabhängig von meinem Mann, was ich auch wichtig finde, weil sonst könnte ich nicht so mir die Sachen kaufen, die ich mir kaufen will, würde ich mal sagen. Und Scheidung immer möglich, das ist ja auch beruhigend, ne? Ja, das muss nicht sein. Ich bin gern mit meinem Mann verheiratet. Ja, ja. Ja, das lässt man ja nicht in 5 Jahren. Ne? Ja, kann sich alles verändern. Ja, ich wünsche Ihnen. Ja, Frau Bär, ich habe noch eine Bitte. Ich habe noch etwas, was Sie Ihrem Innenminister, Ihrem Parteifreund Friedrich mal unter die Nase reiben sollten mit seiner ignoranten Politik, was Flüchtlinge angeht. Und vielleicht auch dem Herrn Herrmann und der Frau Haderdau in Bayern für ihre, ja, finde ich, nicht gute bayerische Flüchtlingsasylpolitik. Die Emilia Müller ist jetzt zuständig. Was? Die Emilia Müller ist jetzt zuständig. Ja, jetzt ist es die zuständig. Mhm. 5. Buch Mose, Deuteronomium. Das gebe ich Ihnen mit und das geben Sie ihm. Gut. Das Verbot der Auslieferung von Flüchtlingen, Deuteronomium 23, 16. Du sollst einen fremden Untertan, der vor seinem Herrn bei dir Schutz sucht, seinem Herrn nicht ausliefern. Bei dir soll er wohnen dürfen in deiner Mitte, in einem Ort, den er sich in einem deiner Stadtbereiche auswählt, wo es ihm gefällt. Du sollst ihn nicht ausbeuten. Das reiben Sie mal Ihrem katholischen Kollegen unter die Nase. Ja? Frau Bär. Wo geht's jetzt hin? Nach Berlin oder wo fahren Sie jetzt hin? Jetzt schaue ich mir erst mal an, wie Sie hier einen SPD-Kollegen noch behandeln. Ja, der andere Teil der großen Koalition. Und das war's jetzt schon? Ja, das war's schon. Jetzt freue ich mich da wochenlang, dass ich zu Ihnen kommen darf und jetzt schicken Sie mich schon wieder weg. Ja, jetzt seien Sie nicht unbescheiden. Ich finde, für den Anfang und für Ihr Alter haben Sie schon ganz schon viel sagen dürfen. Okay. Ne? Frau Bär, danke, dass Sie da waren.
und jetzt, wie es die Frau Bär schon angekündigt hat, jetzt kommt der andere Teil der großen Koalition. Ich bin mir sicher, sie kommt, weil objektiv spricht auch alles für eine große Koalition. Der Union fehlen 5 Sitze, der SPD fehlt der Verstand. Und deswegen freue ich mich, dass er da ist von der SPD, von den nützlichen kleinen roten Helferlein. Begrüße ich jetzt den Chef der SPD Schleswig-Holstein, Ralf Stegner. Herr Stegner, jetzt gibt's erstmal die Stinkebowle. Ich bin nicht mal Katholik und dann Bischofsbowle. Ich wollte jetzt nicht das Thema, ich wollte es erwähnen, aber mich da jetzt nicht so breit draufsetzen, weil dieser Bischof ist keine Herausforderung mehr. So, sehr zum Wohle, herzlich willkommen. Herr Stegner, die Frau Bär ist 35 und ist Ministerin. Was ist los? Ja, ich weiß, ne? Also schmeckt schon katholisch ein bisschen, ja. Ja. Die Frau Bär ist 35 und gilt als ministeriabel in Berlin. Sie sind 53, von Ihnen spricht keiner in Berlin. Ich bin aus dem Alter schon raus. Was ist da falsch gelaufen? Ich bin aus dem Alter wahrscheinlich schon raus. Wie, mit 53? Kann man doch noch Minister werden? Na, ich war ja mal Minister im Land. Ja. Und da war ich noch ein bisschen jünger. Ich bin mit 35 Staatssekretär geworden. Also ich habe das relativ früh eigentlich ganz gut. Trotzdem gehören Sie auch zu dieser Generation. Sie twittern ja mit der Frau Bär. Das stimmt. Hin und her, immer ganz freundlich, ne? Immer freundlich. Hätte ich Ihnen so viel Freundlichkeit gar nicht zugetraut. Doch, ich bin Diplomat, also. Nein, sind Sie nicht. Auf Ihrer Website haben Sie selber geschrieben, ich weiß, dass ich kein guter Diplomat bin. Ich dachte, in der Kabarett-Sendung darf man das sagen. Ja, wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Aber deswegen habe ich Sie auch eingeladen, weil ich brauche jetzt noch so einen, der noch mehr Harmoniesoße über alles gießt. Ja. Und deswegen, große Koalition, ja. Herr Stegner, mal ehrlich, ich weiß, dass Sie im Grunde kein Freund sind und das nicht wollen. Ja? Und dass Sie sagen, das war das letzte Mal, dass wir Rot-Rot-Grün ausgeschlossen haben. Aber trotzdem, müsste jetzt nach diesem Geschäftle, was jetzt die Merkel wieder in Brüssel macht, ja, Autoindustrie und mit den Briten verhandeln, keine weniger Bankenregulierung, damit die deutsche Autoindustrie geschont wird, müssten Sie nach so einer Nummer nicht dann als SPD einfach mal sagen, nee, also das ist jetzt kein seriöser Geschäftspartner mehr? Ja, dann ist man ja ziemlich einsam, wenn man das so macht, ne? Ja. Also solche Sachen, dass da zum Beispiel Abgeordnetenbestechung nicht strafbar ist bei uns und dass man solche Spenden kriegt. SPD kriegt ein bisschen weniger Spenden als die anderen, so die richtig großen Konzerne. Ja, ich weiß, Sie können mir vorher ein paar kriegen wir auch, aber wir kriegen weniger als... Ich will jetzt auch nicht betteln für die SPD. Das möchte ich nicht tun. Von mir gibt's auch nichts. Aber das habe ich schon befürchtet. Naja, bei Ihnen schaut es auch nicht so super aus. April, SPD 100.000 von Daimler, das waren die Autos wieder, ne? Und von BMW im März 107.000. Ja. Naja, so. Ah, und hier von einer Frau Marga Susselbeck in Hannover 80.000. Die hat so viel Geld, ne? Ja. Alles doch gut, das ist für einen guten Zweck. Aber wenn es jetzt eine große Koalition gibt, vielleicht gibt es ja was ab von dem Kuchenquant für Sie. Ja, da sind wir nicht so interessiert, muss ich ehrlich sagen. Wie geht es aus? Gibt es eine große Koalition? Schaut schon so aus, oder? Fürchte ja, das liegt aber auch einfach ein bisschen daran, Frau Merkel sagt ja, es gibt keinen Politikwechsel. Aber die FDP ist abgestiegen, ist nicht mehr dabei und absolute Mehrheit haben die nicht. Mit dem Gysi wird sie nicht reden, also bleiben die Grünen oder wir. Ja. Und da muss ich sagen, was man ja nicht machen kann, ist dem Wähler sagen, dann wählt bitte neu. Das Ergebnis passt uns nicht, das geht nicht. Und dann wird man wohl oder übel mit denen reden müssen. Ich sage aber auch, große Koalition darf es nur geben, wenn es Politikwechsel gibt. Wir machen nicht den gleichen Kram weiter, den wir bekämpft haben jetzt 4 Jahre. Aber hören Sie mal, Sie sind doch, die SPD ist in der alten Komplexfalle, hockt sie wieder mal. In Hessen wird es ja wahrscheinlich auch eine große geben. Die alte Komplexfalle, wir sind keine vaterlandslosen Gesellen, wir sind staatspolitische Verantwortung und am Ende macht ihr alles mit. Und am Ende laden alle die Fehler wieder, SPD ist schuld und die anderen haben den Erfolg. Das kann doch nichts werden. Ich halte von der Jammerei nichts. Es liegt an einem selber, ob man alles mitmacht. Man kann in der großen Koalition, die kann man ja auf 3 Arten machen. Ich kann die als braver Juniorpartner machen, das taugt nichts. Ich kann sie als Opposition in der Regierung machen, das taugt auch nichts. Ich kann sie als Gegengewicht machen mit Perspektive, das ist das Einzige, was taugt. Ich habe damit Erfahrung. Ich habe in Kiel eine große Koalition gehabt, die hat nicht lange gehalten. Nicht lang, weil Sie ja mit dem Carsten sind. Ich habe mich mit dem nicht so gut vertragen. Rumgerüppelt haben, ne? Das war eigentlich ein ordentlicher Kerl, der hatte nur einen falschen Beruf. Also das passte nicht so richtig, was er da machte. Wieso, aber was hat er denn gelernt? Oder was war er? Der war eigentlich Landwirt, sozusagen. Das konnte er, glaube ich, gut. Ach so. Aber Ministerpräsident war nicht das Richtige, fand ich. Naja, jedenfalls,
hat das nicht lange gehalten, weil ich unseren Leuten gesagt habe, wir können nicht alles, was die CDU will von uns, Studiengebühren und dieser ganze Quatsch, den kann man nicht mitmachen. Darüber ist es geplatzt, wir sind in die Opposition gekommen, nach 2,5 Jahren waren wir wieder da, so schlecht ist das nicht. Und wenn jetzt nach der Sondierung rauskommt, Sie machen es, große Koalition, dann werden die SPD-Mitglieder befragt. Und was ist, wenn, oder erst nach der Koalitionsverhandlung? Die werden erst befragt, wenn ein Ergebnis vorliegt, weil ja die Frage ist sozusagen, ist das Politikwechsel ja oder nein? Und unsere Mitglieder, wenn die sagen, die machen den gleichen Kram weiter, den sie vorher bekämpft haben, dann sagen die nein und das ist auch richtig so. Und dann wird es auch nicht gemacht, wenn die Mitglieder nein sagen? Dann wird es auch nicht gemacht. Ich bin Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, wenn das Ergebnis nichts taugt, werbe ich dafür nicht. Oder ist es ganz anders? Na? Der Siechmer will einfach mal Minister werden. Das war der ja schon. Ja, aber jetzt so richtig Vizekanzler war er noch nicht, oder? Aber und Sie wollen die Nahles beerben als Generalsekretär. Das behaupten die Leute immer, ne? Ja, es wird doch passen zu Ihnen. Sie sind doch oft so, der Forsa-Chef Güllner, der hat Sie mal als Kotzbrocken bezeichnet und Ihrer Partei empfohlen, in Schleswig-Holstein Sie abzuziehen. Das stimmt. Ich habe das gelesen, dann habe ich ihn besucht in Berlin, habe ich gesagt, jemand, der mich so nennt, den will ich gerne mal kennenlernen. Ja. Bevor ich über Sie öffentlich rede, möchte ich Sie erst kennenlernen. Aha. Ich habe ihm dann öffentlich nichts gesagt, das wäre nämlich weniger nett gewesen. Und wie war er dann zu Ihnen? Erstaunt. Ja? Er war erstaunt, dass ich kam. Und dass ich ihn gefragt habe, wie der eigentlich dazu kommt, mich so zu betiteln öffentlich, das ist ja eine Frechheit. Ja, schon. Also da habe ich da bauchplötzlich gestaunt. Ne? Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich zu den Leuten gehöre, die sagen, was sie denken. Aha. Das macht nicht jeder. Ja, und kommt man damit recht weit? Nee, karrierefördernd ist das nicht. Die sagen immer, aber ich will das mal so sagen. Ich habe ja den Spitznamen da bei den Medien, ich sei ein roter Rambo. Rot stimmt. Ja, harter Hund. Rot stimmt. Das andere stimmt nicht. Ja. Ich finde trotzdem, dass es doch eigentlich besser ist, wenn die Leute wissen, was sie von einem zu halten haben. Ja. Ich treffe Leute auf der Straße, die sagen zu mir, ich teile ihre Meinung zwar nicht, aber sie haben wenigstens eine. Ja. Das finde ich ist doch okay. Ja. Ja. Würden Sie gern Minister werden dann in der großen Koalition als Störfaktor? Ja. Ich habe doch schon gesagt, es wird nichts mit solchen Kerlen. Ich bin Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, das ist nicht schlecht. Und das, aber Sie sind ja im SPD-Vorstand. Also, das stimmt. Und mein, das sind 20 Leute, über 20 Leute, aber Sie sind auch dabei. Ich bin auch dabei. Da kann man dann schon mal auch sich zu Wort melden. Ne? Das mache ich ja ab und zu. Ja. Ich kümmere mich ein bisschen um den linken Flügel. Wir haben ja zwei Flügel, den linken und den rechten Flügel. Ich kümmere mich ein bisschen um den linken Flügel. Sie sind ja ein SPD-Linker, was in der SPD nichts Linkshänder, heißt. Linkshänder, Linksfuß. Ja. Ja, aber links sein in der SPD, das heißt ja nichts. Ne? Das ist man ja schnell. Wenn man da mal eine Meinung hat, ist man ja schnell links in der SPD. Ist das so? Ja. Ich habe mal gehört, es gibt inzwischen eine Arbeitsgruppe Sozialdemokraten in der SPD. Ne? Ah, das habe ich gehört, aber... Also, hat er gesagt, das hat der Georg Schramm mal gesagt. Ich mag ja Kabarettisten, obwohl ich sagen muss, der Größte, der Dieter Hildebrand, der ist gerade aus dem Krankenhaus gekommen, dem wünsche ich gute Besserung von ihr. Ja. Das ist richtig, der ist der Beste. Ja. Aber was die Sozialdemokraten in der SPD angeht, hat er ja ganz Unrecht nicht. Wir haben in den letzten Jahren häufiger mal das mit der Gerechtigkeit zu klein geschrieben. Das haben wir bitter bezahlt, haben Wahlen verloren, haben Mitglieder verloren. Und ich bin dafür, dass wir dazu zurückkehren. Und deswegen ist das mit der Großen Koalition auch eine Sache, dass ich sage, man muss natürlich Kompromisse machen mit 25%. Aber die Kernthemen, wo es um Gerechtigkeit, wo es um gute Arbeit geht, von der man leben kann, da darf man keinen Kompromiss machen. Und weil Sie das mit den Flüchtlingen angesprochen haben, man kann sich auch nicht an der Regierung beteiligen, die mit Flüchtlingen nicht ordentlich umgeht. Dass die da ertrinken und es wird getan, es sei ein Unglück, dabei ist es unterlassene Hilfeleistung. Das ist kein Unglück, sondern ein Verbrechen, meiner Meinung nach. Und sowas muss man ändern. Ich finde, man kann schon nicht mit jemandem verhandeln, der von erfolgreicher Flüchtlingsbekämpfung spricht. Das hat ja die Merkel gemacht 2009. Ich finde das unfassbar. Die Menschen gehen ja nicht freiwillig weg, sondern sie gehen weg, weil sie entweder in bitterer Not leben, als Armutsflüchtlinge, schon das Wort Wirtschaftsflüchtlinge ist eigentlich eine Frechheit, das sind Armutsflüchtlinge, oder weil sie Bürgerkriegsflüchtlinge sind, weil sie verfolgt werden. Und das reiche Deutschland mit der Geschichte, die wir haben, muss in der Lage sein, dass der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar aus dem Grundgesetz, gilt und angewandt wird. Und zwar nicht nur für deutsche Normalbürger, sondern für alle. Jetzt zum Abschluss da, gefällt mir. Zum Abschluss noch eine Frage, Herr Stichner, was mich wirklich interessiert, weil ich hatte so einen wie Sie noch nie da. Sie waren von 2003 bis 2008 im Aufsichtsrat der HSH Nordbank, also eine Bank, die dann schwer in Schwierigkeiten gekommen ist, viele Milliarden an die Wand gefahren hat, 1 Milliarde Abschreibung 2008, 2,5 Milliarden Belastungen, richtige schlimme Geschäfte. Sie waren in der Zeit Aufsichtsrat. Jetzt möchte ich mal wirklich wissen, weil dafür sind ja Politiker auch von anderen Parteien kritisiert worden. Haben Sie davon nichts mitbekommen? Was macht dann ein Politiker in einem Aufsichtsrat von so einer Bank, wenn am Ende doch sowas entsteht? Ich will Ihnen mal was sagen. Das kann man Ihnen da einen Vorwurf machen? Das war in der Finanzkrise.
Das hat sich in der Tat so entwickelt. 16 Leute sind im Aufsichtsrat. Ja. Von den 16 Leuten sind 2 Politiker. Ja. Unternehmensvorsitzende, Sparkassenvorsitzende, Unternehmensberater. Solche Leute sind da drin. Die einzigen, die dafür kritisiert werden, sind die beiden Politiker, die da sind. Ja. Die Bilanzen, die wir bekommen haben, waren bestens. Die Wirtschaftsprüfer, ohne jede Bedenken. Es gab nicht einen einzigen Punkt, wo einer gesagt hat, die Ratingagenturen, alles super. Ich will nicht behaupten, dass das gut war. Das ist ja alles schiefgegangen. Ja. Aber das ist nicht in Kiel sozusagen verursacht worden oder in München oder sonst wo, sondern das ist im Wesentlichen verursacht worden, glaube ich, am internationalen Finanzmarkt. Und was man daraus lernen kann, ist, dass wir wieder dafür sorgen müssen, dass nicht Ratingagenturen entscheiden, was geschieht, sondern die Politik. Die Politik hat also nicht zu viel Einfluss, sondern sie hat zu wenig. Hat zu wenig Einfluss. Ja, weil da ging es ja dann los, dass alle gesagt haben, Politik raus und so weiter, Landesbanken, die großen Versager, spricht alles für die Privatbanken. Aber was mich interessiert, ist man denn dann in der Lage, ich meine, Sie sind, haben studiert Deutschgeschichte und haben Sie doch studiert und promoviert, sind kein Wirtschaftsfachmann. Ist man dann überhaupt in der Lage, sowas zu entdecken und es zu beurteilen? Naja, man kommt, wenn man Finanzminister ist, das war ich ja damals, hat man Fachleute im Ministerium, die einen beraten. Und ich habe natürlich mitnichten die gedrängt, höhere Renditen zu machen, sondern wenn es kritische Fragen gab, hat man die gestellt. Übrigens eher als die Industrievertreter, die da waren und sich überhaupt nicht für sowas rechtfertigen müssen. Mhm. Aber es beißt die Maus keinen Faden ab, ein Ruhmesblatt ist das nicht mit den öffentlichen Banken. Ja. Allerdings muss man halt auch sagen, die Hypo Real Estate war eine Privatbank, die Commerzbank war eine Privatbank, die der Staat gerettet hat. Ich bin dafür, dass der Staat aufhören muss, Banken zu retten mit Steuergeldern, sondern dass das gefälligst die Banken selber bezahlen. Ja. Das aber bei dem Ziel, Herr Stegner, wünsche ich viel Spaß in der Großen Koalition. Also, das können Sie aber voll die Mäuse geben. So. Ich habe gelesen, Sie schreiben Tagebuch. Das stimmt. Ja. Ziemlich lang schon. Ziemlich lang schon, ja. Seit 1974. Aha. Was werden Sie heute reinschreiben? Aufregender Auftritt, muss ich sagen. Und ganz ordentlich geschlagen. Ja, finde ich auch, oder? War interessant. Ralf Stegner. Wie Sie vielleicht nicht wissen, gibt es uns alle ja zweifach. Einmal gibt es uns als physische Persönlichkeit, so wie ich da jetzt stehe. Und zum anderen gibt es uns alle als virtuelle Persönlichkeit. Und die virtuelle Persönlichkeit, ja, die Digital Natives unter uns werden das wissen, die virtuelle Persönlichkeit setzt sich zusammen aus den Spuren, die wir alle im Netz hinterlassen. Wenn wir dann da mit dem Laptople und im Internet und Handy und Navi, Zeug, Scheiß, ja, eben unterwegs sind, hinterlassen wir Spuren. Ja. Es gibt also zwei Ichs. Es gibt das echte Ich hier. Und es gibt das digitale Ich. Das ist das andere. So. Und an dem digitalen Ich, das wird immer wichtiger, weil an dem digitalen Ich sind die Geheimdienste und Industrie sehr, sehr interessiert. Und warum sind sie daran interessiert? Weil das digitale Ich macht dich sozusagen berechenbar. Ja? Sie können dich ausrechnen, sie können dich praktisch mit dem digitalen Ich vorhersagen. Und das sagt nicht ich. Ja, weil dann müssten wir es vielleicht nicht ernst nehmen. Nein, das sagt Erik Schmidt. Und wer ist Erik Schmidt? Erik Schmidt ist ein Google-Manager, Informatiker und Berater von Präsident Obama. Und der Erik Schmidt sagt, tatsächlich durch das digitale Ich wissen wir, was die Leute tun werden. Die wissen das, wissen Sie selber noch nicht. Ja? Verstehen Sie? Und das finde ich interessant bei dieser ganzen Überwachungsdiskussion. Es geht nicht darum, wo du bist, sondern wo du sein wirst. Es geht nicht darum, was du denkst, sondern was du denken wirst. Und es geht auch nicht darum, was du machst, sondern machen wirst. Darum geht's. Ja? Und das finde ich total interessant. Und deswegen wollen die Geheimdienste das wissen und die Industrie. Der Geheimdienst will praktisch wissen, ob du eine Bombe wirfst. Und Amazon möchte wissen, ob du die Bombe bei ihnen kaufst. Ja? Das ist der Unterschied. Sie wollen dich berechnen. Und deswegen neige ich immer dazu, um zu sagen, werden Sie unberechenbarer. Werden Sie unberechenbarer, weil mein nächster Gast ist berechnet worden vom amerikanischen Heimatschutzministerium mit überraschendem Ergebnis. Mein nächster Gast ist Schriftsteller. Und nach vielen, vielen Literaturpreisen erhielt er jetzt als Krönung seines künstlerischen Schaffens ein Einreiseverbot in die USA. Da sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen Ilja Trojanow. Platz. So.
nehmen Sie sich ein Glas, Herr Trojanow. Ich bekomme ein frisches Glas. Sie sind nicht bei Twitter, haben keine Follower, keine Tweets, dafür an 30 Büchern geschrieben und Millionen Leser. Ich kann mich nicht kurz fassen, das ist auch schwierig. Willkommen bei Belzig Hetzig, Herr Trojanow. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ja, Einreiseverbot. Haben Sie auch einen Gin Tonic? Nein, aber ich hätte Zwiebelkuchen. Oh ja. Wollen Sie? Aus dem Fränkischen, oder? Frau Bär hat mir noch zugeflüstert, sie möchte die Dose wieder haben. Ja, aber ich als Flüchtlingskind hätte jetzt eigentlich eher die Dose genommen und den Kuchen Ihnen überlassen. Ja, ich habe auch gedacht, nimm den Kuchen mit, die Dose konnte ich gebrauchen. Ja, ich esse jetzt nichts, weil Zwiebelkuchen, das bläht ja und das ist auch irgendwie auch eigentlich ein unmögliches Mitbringsel. Ja. Aber ganz... Entschuldigen Sie, eine Talkshow bringe ich dem Gastgeber Zwiebelkuchen mit, dann furzt der rum und sie steht gut da. Also, nein, das missverstehen Sie völlig. Ja? Das missverstehen Sie, denn Zwiebeln haben unglaublich viel Vitamine. Ja, also schon. Die armen Leute in Indien zum Beispiel, die bekommen ihre Vitamine nur über Zwiebeln. Ja. Und vor allem, also insofern ist offensichtlich bei Ihnen Vitaminmangel von der CSU festgestellt worden. Nein, Zwiebeln machen vor allem gut satt. Ja? Darum ist auf den Kreuzfahrtschiffen immer so viel Zwiebeln. Und sind Sie da öfter? Nein, nie, aber habe ich gelesen. Ja? Das wäre das Letzte, das hätte ich vorher. Ich war da einmal und nie wieder. Ja, nie wieder, gell? Nie wieder. Herr Trojanow, ich beglückwünsche Sie ein Einreiseverbot in die USA. Es kommt zwar öfters vor, als man es so hört, in Ihrem Fall ist es bekannt geworden, aber es ist doch nicht jeder. Sie waren in Rio, wollten von dort aus in die USA fliegen. Und dann hat man es in Rio hat man Ihnen mitgeteilt, Sie dürfen nicht. Ja, in Salvador. Ja. Ach so. Und warum? Ja, das erfahren Sie nicht. Das Einzige, was ich gehört habe von der amerikanischen Botschaft, ist, dass die USA die Menschenrechte achtet, die Privatsphäre und natürlich die Sicherheit des Landes und des Reiseverkehrs garantiert. Ja. Und auch die Privatsphäre aller Menschen. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich bin nicht hereingelassen worden, weil ich ein Sicherheitsrisiko bin. Ja. Aber man kann es mir nicht sagen, um mich selber vor meiner eigenen Privatsphäre zu schützen. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja. Aber es ist doch in Ihrem Fall naheliegend, weil Sie sich seit vielen Jahren mit dem Thema Bürgerrechte, Datenschutz beschäftigen und ja dann im Sommer einen offenen Brief mit Erstunterzeichner waren, einen kritischen Brief an die Bundesregierung, wo Sie der Bundesregierung vorhalten, dass sie sich einen Dreck kümmert um die Bürgerrechte und Sie aufgefordert haben, sie sollte es ändern. Und kann es sein, dass das dazu geführt hat, dass Sie jetzt auf einer Liste stehen? Na, unmöglich. Also da ist... Wo denken Sie hin? Sie sind, wie wir vorhin gehört haben, offensichtlich ein Verschwörungstheoretiker, weil Sie 1 und 2 zusammenzählen. Und wenn da nicht 4 oder 5 rauskommt, ist man Verschwörungstheoretiker. Ja, wir müssen jetzt für die weniger begabten Zuschauer sagen, das war für Ironie. Für die mathematisch weniger begabten. Ach so. Das versteht nicht jeder. Ironie, versteht nicht jeder. Was ich mich allerdings auch gefragt habe, warum Sie wollten zu einem Germanistenkongress, warum Sie überhaupt in solche Länder reisen. Ich meine, wie USA, Sie würden ja auch nicht nach Nordkorea gehen. Also, warum überhaupt dahin? Und das ist doch, also ich will da gar nicht hin. Ich würde sogar nach Nordkorea fahren. Aber ja, auf der Buchmesse neulich hat mich mein iranischer Verleger besucht und hat dann gesagt, es wäre schön, wenn Sie kommen könnten. Und ich sagte, ja, werde ich denn ein Visum bekommen? Dann hat er mich angegrinst und hat gesagt, ja, jetzt kriegen Sie eins. Aha. Aha. Und machen Sie es? Fahren Sie hin? Ja, vielleicht. Sie haben die Bundesregierung sehr scharf kritisiert in dieser Verharmlosungsstrategie bei der ganzen NSA-Geschichte. Irritiert Sie das ein wenig, dass ausgerechnet eine Kanzlerin, die ja in einem repressiven System aufgewachsen ist, also den Überwachungsstaat kennt, gerade da so gar nichts sagt, wohingegen eine brasilianische Dilma Rousseff sich vor die UNO-Vollversammlung stellt und die Amerikaner kritisiert und einen Staatsbesuch absagt und unsere Kanzlerin sagt nichts, sagt, sie wartet lieber ab, eiert rum. Und sie kennt, die weiß doch, wie das ist in so Überwachung. Irritiert Sie das? Vielleicht nicht, hat sie den Überwachungsstaat gar nicht mitbekommen, wie nicht wenige Leute in der DDR. Es ist natürlich so, dass wenn man die Augen verschließt, man die Augen vor allem verschließen kann. Aber es ist ja nicht nur die Kanzlerin, es ist auch der Präsident, Herr Gauck, der erst recht da sensibilisiert sein müsste, der sich auch sehr zurückhaltend geäußert hat. Ja. Und wir werfen ja gar nicht vor, dass sie in irgendeiner Weise das verharmlost. Wir werfen der Regierung vor, dass sie überhaupt nichts unternommen hat. Und unserer Ansicht nach ist die Regierung verpflichtet, per Verfassung die Grundrechte und Bürgerrechte ihrer Bürger zu schützen.
egal welcher andere Staat das angreift. Ja. Und warum machen die das dann nicht? Ich meine, der Rösler hat damals nur gesagt, das Freihandelsabkommen mit den USA darf nicht gefährdet werden. Das war alles, was ihm eingefallen ist. Waren sollen strömen, Menschen nicht. Warum machen die das nicht, Ihrer Meinung nach? Na, Waren sind ja auch wichtiger als Menschen. Das, Sie haben ja vorher über Spenden geredet. Das war jetzt wieder Ironie. Ach so, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Also Sie hätten mich warnen sollen in der Vorbesprechung, das ist Ironie jetzt. Gab ja keine Vorbesprechung, ach so, konnte ich ja nicht warnen. Entschuldigung. Nein, aber der Grund ist natürlich schon so, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben, der sich verselbstständigt. Ja. Diese Sicherheitsbehörden arbeiten ja per se in einem paranoiden Raum. Sie schützen sich, sie schotten sich ab. Und sie vergleichen ja das, was sie tun, nicht immer mit der Realität, sondern es ist sozusagen, es brodelt da, ja, in dieser völlig abgeschotteten Welt, in der sie operieren. Und es ist Aufgabe der Gesellschaft, ihnen ganz, ganz enge und klare Grenzen zu setzen. Zumal sie ja inzwischen einen technischen Fortschritt haben, der atemberaubend ist. Sie können heute mit 3 Mausklicken alles über einen, wenn Sie an der entsprechenden Stelle sitzen, alles über einen anderen Bürger erfahren. Absolut alles. Das heißt, Sie können ihn völlig nackt machen. Warum gibt es keinen Aufstand? Warum sind die Leute so gleichgültig? Ich meine, Sie haben ein Drittel aller Länder bereist. Ist das überall so oder sind nur wir Deutschen da so uninteressiert? Nein, im Gegenteil. Innerhalb Deutschlands gibt es sogar mehr, nicht viel, aber mehr Widerspruch als in vielen anderen europäischen Ländern. Ja. Ich glaube, dass die Leute nicht erkennen, was das für ein massiver Angriff ist. Und der Grund ist, dass es noch keine Opfer gibt. Das ist das Fatale an der Sache. Wir sind alle Opfer, aber wir sehen nicht einzelne Opfer. Und aufgrund dieser generellen Gefährdung und nicht konkreten individuellen Gefährdung scheinen die Leute zu denken, es passiert mir nichts. Das ist so wie mit der radioaktiven Verseuchung. Man kriegt nicht sofort mit, dass man extrem angegriffen worden ist. Wie waren Ihre Gefühle, weil Sie waren ja in gewisser Weise jetzt ein Opfer, wie waren Ihre Gefühle in dem Moment, wenn man sagt, nein, Sie werden behandelt wie ein gefährlicher Terrorhelfer, Sie dürfen nicht einreisen. Haben Sie da vielleicht zum ersten Mal so etwas wie Angst empfunden? Oder? Nein, Angst überhaupt nicht. Also erstens, dass man quasi aufgrund dessen, was man schreibt und was man politisch macht, als gefährlich eingestuft wird. Ein Kompliment. Ist ein Kompliment, ja. Das macht einen ja erstmal stolz. Meinen Sie, dass ich nach der Sendung noch in die USA reinkäme? Also ich glaube, dass die Amerikaner, so wie sie reden, das nicht verstehen. Ah. Aber vielleicht haben die einen Übersetzer. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ein anderer Aspekt ist hochinteressant, dass Sie überhaupt nicht mehr direkt mit den Behörden was zu tun haben, sondern mit irgendwelchen vorgeschalteten Firmen. Das ist in vielen Bereichen so. Diese repressiven Maßnahmen werden ausgelagert, Privatfirmen kümmern sich darum, irgendeine brasilianische Firma teilt Ihnen mit, so, Sie dürfen nicht fliegen. Das heißt, was Sie heute erfahren, ist eine Art repressive Dienstleistung. Aha. Und Sie haben überhaupt... doch dann auch eine Firma geben, die jetzt die Sendung anguckt und dann dem NSA mitteilt, der hat diesen Trojanow eingeladen und dann hat er noch geschimpft. Was heißt denn eigentlich auf Englisch, ihr Arschgeichen? NSA. Übrigens, NSA, fand ich interessant, Bofalla, ne? Haben Sie wahrscheinlich auch leider schon öfters gehört, hat ja gesagt, es wurden keine Gesetze in Deutschland verletzt, ja? Keine Grundrechte in Deutschland, war immer betont, in Deutschland, so. Ja. Und dann, was lese ich neulich, NSA hat 3 Außenstellen in Deutschland und eine davon in Griesheim bei Darmstadt. Und was lese ich dann? Das Ordnungsamt Griesheim teilt mit, dieser Komplex ist, der Degger-Komplex ist amerikanisches Hoheitsgebiet. So, ich habe ein Luftbild. So, das ist in Griesheim bei Darmstadt, amerikanisches Hoheitsgebiet. Das heißt, ist das jetzt Deutschland oder nicht? Nein, aber Sie können ja sehen, wie die E-Mails im Luftraum sofort abbiegen, wenn Sie in die Nähe kommen. Ja. Sie haben jetzt lauter deutsche E-Mails, die links und rechts daran vorbeifliegen, weil Sie sagen, auf gar keinen Fall will ich deutsches Recht verletzen. Wenn die von dort was anzapfen, dann ist es amerikanisches Hoheitsgebiet und dann sind doch tatsächlich in Deutschland keine Gesetze verletzt worden. Ja, wissen Sie, das Problem ist, das hat ja Ihr Gast Frau Bär gesagt, dass die ältere Generation der Politiker, was diese Technik angeht, völlig ignorant sind. Die sind Analphabeten, die sind digitale Analphabeten. Ja. Und deswegen verstehen sie, glaube ich, teilweise auch überhaupt nicht, was da alles passiert. Mhm. Also die Vorstellung, dass es einen nationalen Raum gibt im Bereich Internet, ist per se absurd. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, sind digitale Menschenrechte, die generell international, universell, global gelten. Ja. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. Ja.
Aber wir haben ja eine große Koalition, Herr Stichler. Ja, da bin ich mir sicher, da werden wir nichts von hören. Kann man sich wehren? Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt gar kein Internet und da kein Handy und nichts, dann mache ich mir erst recht verdächtig. Es gibt ja in den USA schon Personalchefs, die stellen keinen mehr ein, wenn sie kein virtuelles Ich finden. Also muss man es haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel so probiert, dass ich habe zwei Handys und die gebe ich aber einem Nachbarn und einem Verwandten. Und die sind immer am Gardasee oder in Karlsruhe. Also von mir gibt es ganz falsche Bewegungsprofile. Und ich gehe auch nur auf Webseiten, die mich nicht interessieren. Und deswegen, das heißt, Sie werfen regelmäßig Ihren Computer auf den Müll, damit NSA glaubt, dass er jetzt irgendwo anders ist. Nein, ich mache genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich... Nein, aber Sie haben recht, wenn Sie überhaupt keine digitalen Spuren hinterlassen, dann werden Sie verdächtig. Bin Laden war ein Beispiel. Einer der Gründe, dass man auf Bin Laden gekommen ist, dass er digital überhaupt nicht existent war. Und das hat ihn verdächtig gemacht. Sie können sich natürlich nicht schützen. Das ist ein völliger Irrglaube zu glauben, wenn Sie entsprechende Software sich runterladen. Es gibt ein Hintertürchen zur Software, die trotzdem Überwachung ermöglicht. Und es ist auch ein Irrglaube zu glauben, dass Sie in irgendeiner Weise Geheimnisse innerhalb einer Generalüberwachung persönlich behalten können. Das heißt, man muss dafür kämpfen, dass generell die Gesellschaft nicht überwacht wird und nicht, dass man individuell sich versteckt. Also der politische Weg, politisch. Natürlich der politische Weg, das ist ja ein Paradigmenwechsel. Ja. Das ist ja, was an der Diskussion so unglaublich schief geht. Es geht nicht hier um Kleinigkeiten, es geht nicht hier um irgendwelche atmosphärischen Störungen im Schallraum der Menschenrechte, sondern es geht um einen Paradigmenwechsel. Wir sind heute in der Lage, den Menschen völlig zu durchleuchten. Und wir müssen als Gesellschaft darauf massiv reagieren, bevor es zu spät ist. Ja, da erwarte ich jetzt wenig von der Kanzlerin, ne? Oder vom Bofalla. Nee, was ich gerade gesagt habe, ist, wir müssen etwas von dieser Bevölkerung erwarten. Wenn wir erwarten, dass Kanzlerin oder Bofalla das Problem ist. Sollen wir da nach Griesheim marschieren? Das hat einer gemacht, hat zu Spaziergängen über Facebook aufgerufen, und Spione wurde fotografieren. Sofort auffällig. Sofort stand der Staatsschutz vor der Tür bei ihm und die Polizei hat nachgefragt. Also müssen wir, wie wären wir uns? Ja, wissen Sie, wenn wir alle auffällig werden, dann kommt der Sicherheitsdienst nicht mehr hinterher. Das stimmt. Alle auffällig werden. Zum Schluss noch. Möchte ich Ihnen unter Ihren vielen Büchern mein Lieblingsbuch von Ihnen, Der überflüssige Mensch, möchte ich den Zuschauern jetzt wirklich empfehlen. Es geht darum, dass wir nur noch Konsumenten sind, ne? Und wer nicht konsumiert, ist überflüssig. Hat mir gut gefallen. Ja. Sie sind ein intelligenter Leser. Ja, danke schön, Herr Trojanow. Schön, dass Sie da waren. Danke. Herr Trojanow. Meine Damen und Herren, mein vierter und letzter Gast heute Abend. Mein vierter und letzter Gast heute Abend ist eine sehr interessante Frau. Man kann ja sagen, die ersten drei Gäste heute Abend wollen ja auch irgendwie die Welt verändern. Das will diese Frau, die jetzt kommt, auch. Aber ich würde mal behaupten, von allen Gästen heute Abend riskiert sie dabei persönlich am meisten. Warum, klären wir im Gespräch. Wir begrüßen Sina Trinkwalder. Frau Trinkwalder. Nehmen Sie Platz. Das sind so tiefe Sätze. Ja. Ein voran. Frau Trinkwalder, wir müssen ziemlich Gas geben, damit wir alles dieses Gespräch unterbringen. Sie hat eine Textilbekleidungsfirma gegründet, 2010 in Augsburg, am historischen Textilstandort Augsburg. Ja. Und zwar ökosoziale Bekleidung. Mano Mama heißt die Firma, so auch die Webseite, ökosoziale Bekleidung. Boah, Leute. Wir haben keine Zeit zum Jammern. Aber eins sage ich Ihnen gleich, wenn ich morgen Scheißerei habe, das wird teuer fürs ZDF. Ja? Weil Produktionsausfall ein Tag ist teuer. Und jetzt würde ich ganz gerne was, vorab wir bei diese Dose sind, haben. Ja, Moment, wollen Sie den Zwiebelkuchen mitnehmen? Nein, ich bin ja Problemlöser. Ja? Und Sie haben jetzt die ganze Zeit schon gejammert, Sie möchten die Dose von der Doro Bär, aber Sie möchten den Zwiebelkuchen nicht. So, und jetzt? Umso besser ist mein Gastgeschenk, ich habe Ihnen nämlich ein Täschle mitgebracht. Ja? So, in katholischem Violett, wenn Sie mal freundlicherweise aufhalten werden. Ja? Und da tun wir ihn vorsichtig rein. Katholisches Violett. Dankeschön. Katholisches Violett heißt Abstinenz. Das geben's der Frau Bär. Die Dose ist weg. Den Kuchen kannst du bitte mit heimnehmen. Nein. Sie hat's doch gut gemeint. Ja. Sie hat's doch gut gemeint. Ihre Firma, Frau Trinkwalder, produziert ökosoziale Bekleidung. Und ehrlich gesagt, das klingt erstmal nicht so, dass ich es anziehen möchte, eher nach sozialpädagogischem Schlabberschmuddel.
Ja. Ist es aber nicht. Sagen Sie mir mal, was machen Sie da und wie machen Sie es da? Erzählen Sie es mal den Leuten, weil das finde ich wirklich interessant. Ja, also ich habe vor 3 Jahren angefangen, mit ehemals arbeitslosen Menschen in Augsburg wieder Bekleidung zu produzieren. Das Ganze innerhalb einer regionalen Wertschöpfungskette. Das heißt Garn, Nähfaden, Stoff, alles kommt wieder aus Deutschland. Das Ganze Bio, aber es schaut eben nicht aus wie ein Jutesack, weil das ist die Kunst daran. Ja. Und eben sozial, dass wir wieder hier in Deutschland produzieren. 10 Euro Stundenlohn, kein Akkord und die Frauen teilen sich selber ein und hätten auf dem ersten Arbeitsmarkt sowieso keine Chance. Und jetzt denkt man wirklich, naja, was soll da rauskommen? Zum Beispiel hat sie mitgebracht diese Jeans. Die Baumwolle ist aber aus der Türkei. Der Klimawandel lässt mich im Stich. Ja. Aber gibt in 2 Monaten aus bayerischem Hanf, fränkischem Hanf. Aus fränkischem Hanf. Aus fränkischem Hanf. Und es ist ja wirklich eine ganz normale Jeans. Ja. Ja. Und? Aus dem Daubertal. Und? Und ist schön, ja. Und jetzt sagen Sie, jetzt kostet die wahrscheinlich, wenn das ist ja Handarbeit und so weiter, kostet wahrscheinlich irgendwie 300 Euro oder was? 79 Euro. 79 Euro. In 4 Wochen bei einem großen Handelskonzern. Ich lasse mal rumgehen, hätte es aber gern wieder, weil schauen Sie sich diese mal das Hösle an. Das ist doch richtig schön, ganz normale Blue Jeans, ja. Also können Sie mal testen. Jetzt Vertrieb nur übers Internet, habe ich gelesen? Nein, nicht mehr. Die Jeans, die hier gerade jeder anspeckt, ja, und danach bitte nicht stärker 30 Grad waschen, weil sonst macht's gute Jeans auch kaputt, ja. Gibt's auch im Handel dann. Ja. Und jetzt beeindruckt mich bei der Geschichte, es sind 140 Arbeitsplätze inzwischen entstanden. Ab Ende des Monats die neue Kollektion am Start. Ja. Also die Sache läuft. 2 Jahre später gab's die erste schwarze Null. Ja. So, klingt erstmal alles ganz gut. Ist auch gut. Ja, ist auch gut, aber... Aber, jetzt kommt das Aber, ja. Sie verzichten auf ein Gehalt. Nein, nicht mehr seit August, weil das Finanzamt hat zu mir dann gesagt, passen Sie auf, jetzt fängt es dann an, Liebelei zu werden. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich schiebe es hinten rein, vorne wieder raus, mir eigentlich wurscht, dann zahle ich mir halt auch ein Gehalt und fertig. Aber Sie haben ja keine Bankkredite bekommen, haben die gesamte eigene Altersversorgung und die Ihres Mannes reingesteckt, 500.000, inzwischen über 1 Million an Eigenmitteln. Ja? Ja. Und das finde ich schon, Sie ist schon eine mutige Frau. Ja. Das hat ja mit Mut nichts zu tun. Man muss ja wissen, was ist denn, wenn es nicht funktioniert hätte, was wäre weg gewesen? Nur Geld. Ja. Muss ich wieder eins verdienen. Ja. Und das haben Sie vorher getan. Sie waren ein schickes Mäusle mit einer Werbeagentur. Ja? Und in dem Buch, das ich gelesen habe von Ihnen, wo Sie Ihre Geschichte jetzt mal aufgeschrieben haben, Wunder muss man selber machen, fand ich schön die 2 Erweckungserlebnisse, die Sie hatten an einem Tag. Der Obdachlose, der sich Ihre Hochglanzzeitschriften nimmt, weil er daraus Weihnachtsschmuck bauen will. Und Ihr Sohn, der am Abend, am gleichen Tag, Wurstbrot in den Abfall schmeißt. Und da haben Sie gesagt, es reicht mit dem schicken Leben. War das wirklich so? Oder ist das wirklich so gewesen. Haben die Schnauze voll gehabt von dem... Ich habe die Schnauze schon vorher voll gehabt, aber man hat halt nicht so den richtigen Drive zu sagen, jetzt mache ich es wirklich. Und dann, das ist wie mit so einem Glas, oder mit, gut, die ist jetzt nicht so voll, ja, ich möchte es auch nicht, dass sie die noch befüllen, aber wenn da schon der Bogen drüber ist, reicht der Mann mal ein Tröpfle. Ist übrigens Essig, ist richtig widerlich. Nein, da ist kein Essig drin. Nein, ist kein Essig drin. Jetzt nicht, kein Schmarrn. Essig wäre zu teuer. So. Dann ist jetzt hat mich aber bei Ihnen beeindruckt, dass Sie... ja, wirklich auch keine Unterstützung hatten. Gut, der da hinten sitzen sie alle, die mich jetzt mögen, aber zu der Zeit, wo es braucht hätte, auf landespolitischer Ebene, auf bundespolitischer Ebene, waren sie nicht da. Das Tolle an der Geschichte ist, heute klingeln es alle. Ja. Und heute kann ich sagen, ich bin niemandem etwas schuldig und ich habe keine Schulden. Und ich kann frei radikal agieren und sagen, privat mag ich sie gerne und politisch Totalausfall. Gut connected. Ja, ich habe gesehen, Sie haben 12.000 Follower und 72.000 Tweets. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, 72.000 Tweets. Ja. diese. Ja? Nochmal. Ihr Ziel ist es jetzt, eine Kette aufzubauen wie Zara und Zeug. Ja, das kostet einen Haufen Geld. Ja. Ja. Sondern letzten Endes suchen wir uns die Partner raus, die so ticken wie wir oder die gerne so ticken möchten wie wir. Weil ich finde es auch wichtig, dass man den in Anführungszeichen Bösen hilft. Man kann ja nicht immer nur Scheiße schreien, man muss auch helfen, das zu verbessern. Ja. Und so gehen wir jetzt den Weg. Aha. Und fragen Sie mich nicht, wo wir in 5 Jahren stehen oder Mann und Mama steht, weil das fragt jeder. Aha. Und ich weiß es nicht. Nee, ich wollte Sie fragen, was in 10 Jahren ist.
In 10 Jahren, ich hoffe weiterhin mit beiden Beinen fest am Boden und meine Mama in einer fairen Wirtschaft stark verankert. So, passt. Was haben Sie denn für einen Jahresumsatz jetzt erzielt? Sie fragen mich Sachen, Zahlen interessieren mich nicht. Also 10 Millionen werden es schon sein. 10 Millionen Jahresumsatz. Und jetzt habe ich gelesen, Herr Deschler, wo der Zwiebelkuchen ist. Ja, Sie haben auch Glück, weil Sie für die Drogeriemarktkette DM die Stofftaschen und ich glaube auch für Edeka produzieren. Genau, da steht ja auch irgendwas drauf. Wir haben tolle Unternehmen wie eine Drogeriekette und auch, aber nur Edeka, nur Südwest, weil die gut sind. Aha. Ja, da, also ich tacke nicht für die Rüstungsindustrie oder so. Und es halten Sie durch, diese regionale Wertschöpfungskette, also alles ist tatsächlich, ich habe mal gelesen, Knöpfe hätten Sie Verfahren entwickelt, aus Schrimpsschalen Knöpfe zu Lignin, Holz. Das aus Schrimpsschalen haben wir angedacht, da sitzt auch der Mittäter, aber das Zeug stinkt und ist auch nicht ökologisch, weil die Schrimps nach Marokko pulen und dann den Abfall wieder ins Frankenland hieven, wo wir es zusammenpressen, ist auch nichts gescheit. Jetzt hat ja der Erfolg, den Sie hatten, von 2010 an, Sie fast überfordert, weil Sie haben so eine Nachfrage gehabt, mussten Produktionskapazitäten erweitert werden. Ja, und es kostet Geld und keine Bankkredite, nichts. Und was haben die Banker, die Drecksäcke, Ihnen dann gesagt, wie Sie gefragt haben? Ja, gar nichts haben Sie gesagt, weil Sie sich verleugnen haben lassen. Ja, die also sprechen gar nicht mit die Ihnen. Die reden halten überhaupt Sie sich für Spinnerin, so Öko-Tante, sozialromantisch oder was? Spinnerin, aber ich sage dann immer, na, weben tue ich auch und stricken und konfektionieren. Und Sie haben das ja nicht gelernt. Sie sind ja eigentlich Werberin. Was haben Sie, also lernt man als Werber was? Na, ich habe BWL-Studium erfolgreich abgebrochen, damit ich meine Resthirn nur konserviere. Ja. Weil für einen gescheiten Unternehmer braucht es nur 4 Grundrechenarten und Bauch. Aha. Ja, und jetzt 140. Den hab ich. Das heißt, Sie machen jetzt Gewinn. Das war nämlich mein Eindruck, dass Sie... Wir schreiben eine schwarze Null. Eine schwarze Null. Das heißt, alles, was wir brauchen, die Gehälter, wenn wir was investieren müssen. Ja. Ich habe erst letzte Woche wieder 50 Maschinen gekauft, die kann ich jetzt aus dem Cashflow finanzieren. Da kotzt der Banker jetzt, weil jetzt ruft er an und sagt, brauchst nicht der Geld, Madler. Aha. Und ich sage, zu spät. Ja. Aha. Der Bär Steinbrück hat Sie im Wahlkampf besucht und Sie waren ja mal bei, Sie haben einen Innovationspreis der SPD erhalten. Ne? Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dann hat der Steinbrück Sie gesehen, der Steinmeier. Und hat gesagt, Sie sind doch die Frau mit der Homepage. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich würde ganz sagen, und du bist der Mann mit der Partei. Ja. Aber ich bin einfach gut erzogen. Ja. Also er war uninformiert. Ja. Mei, welcher Politiker ist informiert? Ja. Diplomatisch sind die. Und Herr Steinbrück hat Sie aber besucht in Augsburg. Der Herr Steinbrück hat mich besucht und hat sich ordentlich daneben benommen. Ja, warum? Weil er am Samstagvormittag gekommen ist und hat keine meiner Damen begrüßt, sondern er hat, ist ja Chefsache, ja, auf Augenhöhe nur mit mir sich unterhalten und hat sich auch alles aus dritter Hand, sprich von mir, erzählen lassen. Ja. Wobei ich wirklich sagen muss, dass es, und ich habe im Laufe des Wahlkampfs näher kennenlernen dürfen, das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen einen ehrlichen Politiker. Und wir verkaufen das als Fettnäpfchen. Er ist mir richtig ans Herz gewachsen. Momentan bin ich sauer auf ihn. Warum? Auf die ganze SPD bin ich sauer, weil die in keine große Koalition können, sonst sind sie in 4 Jahren weg. Ja? Herr Stegner. Ja, ist so. Ja? Stegner. Ich habe mal für euch nicht hier 8 Wochen wirklich einen Arsch aufgerissen und bin hier für Mindestlohn und gegen Altersarmut mit in eure Bresche gesprungen. Und jetzt verkauft euch an die Schwarzen. Es geht so. Der Theo Weichel, der ja da in der Gene hat mal gesagt, die SPD bräuchte eine wie Sie. Ja, schlimm, oder? Ja. Das ist ja das ist ungefähr so, wie ich war letztens in der Talksendung, wo Peter Altmaier gefragt wurde, mit wem wollen Sie koalieren? Und da war Ralf Stegner daneben und da war der Palmer daneben. Sie waren mit ihm in einer Talkshow? Ja, und dann sagt der Altmaier mit der Frau Trinkwald. Und ich habe gedacht, Kerle, mach mir mein Image nicht kaputt. Das kommt ungefähr genauso. Ja, er hat gemeint, die erkennt die Probleme, die macht gleich die Lösungen. Dann habe ich mir gedacht, wofür brauchen wir euch Politiker eigentlich noch? Ja? Wenn wir eh schon alles machen. Also von dem her. Ja, das, also ich trinke das jetzt noch. Jetzt doch, trinken das Sie. Heiß, ja, echt. Trinken Sie. Das war also das schmeckt wie das Wahlergebnis, ehrlich gesagt. Ja, du machst zurück.
www.manomama.de. Ja? Da kann man sich dann momentan... Schaut ist Anfang November drauf, weil Anfang wir müssen November echt Gas geben zum Nähen. Genau. Genau. Und es ist eben es ist ja verrückt, es ist ein Sozialprojekt, aber trotzdem ja jetzt es ist ein ganz normales Unternehmen, das anständig geführt wird. Ich finde auch dieses Wort Sozialunternehmer ein Schimpfwort. Ja. Weil für mich ist das nichts anderes. Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob Sie überhaupt nicht einladen dürfen. Jetzt kommt wahrscheinlich der Grupp mit seinem Trigema-Affen und sagt, er will da auch einmal sitzen. Ne? Das regeln die Juristen des ZDF. Sina Trinkwalder, schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Dankeschön. Oh ja. Ja, meine Damen und Herren, und das war's. Das war Helzi Helzi. Heute mit meinen Gästen Dorothee Bär, Ralf Stegner, Ilja Trojanow und Sina Trinkwalder. Die nächste Helzi Helzi-Sendung sehen Sie am 12. November. Dann habe ich unter anderem zu Gast Ina Müller und den Politikberater Michael Spreng. Bis dahin machen Sie es gut und bitte bleiben Sie unberechenbar. Ja? Gute Nacht.